So, servus, willkommen zurück. Jetzt geht es weiter mit dem Einbau des Bora Professional. Wie ihr seht, habe ich mir jetzt einmal pro forma meinen PKA in die Arbeitsplatte schon eingehängt. Ich nehme ihn jetzt aber nochmal raus, um euch die Steckverbindungen zeigen zu können, die ich schon gemacht habe. Ihr seht es jetzt hier, oben ist die Steckverbindung vom Knebel zum Abzug, damit der Kunde dann später den Abzug auch steuern kann. Und die zwei unteren Steckverbindungen, das sind die zwei Steckverbindungen zu den jeweiligen Kochfeldern und die sind dafür verantwortlich, dass der Kochfeld Abzugsautomatik auch angesteuert werden kann. Diese zwei Kabel sind im Lieferumfang jeweils eines bei den Kochfeldern dabei. Ich habe es jetzt aber schon angesteckt, da ich ja den Abzug jetzt finalisieren will und auch einbauen will. Auf der anderen Seite seht ihr, dass ich das Cat5-Kabel jetzt verbunden habe. Das ist die Verbindung vom Abzug zur Steuerbox, damit der Abzug dann auch immer auf der richtigen Stufe laufen kann, die ausgewählt ist. Habe ich diese Steckverbindungen gemacht, kann ich den Abzug an der Aufhängevorrichtung schön in den Ausschnitt reinsetzen. Dann gehen wir her bei Bora und mitteln uns das Maß raus, dass der wirklich genau in der Mitte liegt, weil dann kriege ich zum Schluss, wenn ich die zwei Kochfelder einsetze, ein schön symmetrisches Bild und kann die Silikonfuge, die ich später dann ziehe, sehr symmetrisch auch ausführen. Also ich hänge den an seinen Aufhängungen rein, mittel den raus und wie wir den dann fixieren und festmachen, zeige ich im nächsten Schritt.